Die Welt voller Freundschaft und magischer Abenteuer. Crybabies. Geflügeltes Herz, ich möchte auf die andere Seite. Ein kleiner Schritt nach hier, ein kleiner Schritt nach da. Und das Fantasy-Portal erscheint. Na klar. Yay! Tinas Vorhersage. Na? Ja, ja! Ich fliege. Oh, oh nein. Sehr gut. Hey, Fantasies. Ich komme, um euch einzuladen für das tolle... Das Poesiefestival? Wie cool! Lass uns schnell dahin. Ich gewöhne mich niemals an diese Welt. Hä? Bobby sieht es etwas anders, oder? Ob Tina wohl zu Hause ist? Ich wusste, ihr würdet kommen. Kommt rein! Komm rein, Bobby. Gib mir 5. Weißt du, morgen werde ich gesungene Poesie vortragen. Morgen werde ich singen und jeder wird es lieben. Muss man wirklich erscheinen? Denn käme ich nicht, müsste ich ganz doll weinen. Siehst du, ich kann auch richtig gut reimen. Nee, du brauchst noch Übung. Kannst du mir bitte sagen, ob das Wetter gut wird? Na klar, aber ich brauche Konzentration. Konzentration! Konzentration! Oh, oh nein! Sei vorsichtig mit dem Wasser! Alles wird nass werden! Wasser kann gefährlich sein! Oh, hat sie Wasser gesagt? Oh nein! Schnell los! Wenn ich sage, dass die Sonne sich nicht zeigt, würde ich lügen, weil die Sonne sich strahlend verneigt. Sie hat es aber eilig. Sie ist bestimmt nervös wegen der Premiere. Was steht mir besser? Rosa oder Zartrosa? Rosa! Zartrosa! Das Rosa ist langweilig. Niemals! Das Zartrosa ist langweiliger. Morgen wird die Welt untergehen. Tina hat sehr viel Wasser in ihrer Kristallkugel gesehen. Alles wird ganz nass werden. Eine Flut. Oh, Rita, komm, wir fliegen aus. Die Flut kommt. Wir können das Tal nicht einfach so verlassen. Wir müssen bereit sein für die Flut. Naja, da du kein Boot in deinem Haus hast. Das ist es. Wir bauen ein Boot, das groß genug ist für uns alle. Wow, ist das toll! Oh, ein Boot! Wow! Bleiben ruhig. Das Boot wird uns vor der Flut retten. Und wenn es viel regnet, surfen wir. Ja, aber heute ist doch mein Auftritt. Und ich möchte wirklich mein Gedicht vorsingen. Ich möchte in mein Haus. Was ist mit euch passiert? Und warum seid ihr in der Badewanne? Das muss ein alter Brauch sein. Die Häuser! Der Regen! Die Flut! Welche Flut? Du hast doch Wasser in deiner Kristallkugel gesehen und dann sollte alles super nass werden. Niemals. Ich meinte Tini. Sie hat eine Flasche umgeworfen. Ich sagte, die Sonne wird stark scheinen. Wirklich? Also, gibt es gar keine Flut? Natürlich nicht. Oh ja, dann kann ich ja doch meine Gedichte singen. Magic Tears! Oh, wow! Loretta ist die Beste und sie feiert gerne Feste. Lady ist ein Superstar. Oh ja, sie ist ganz wunderbar. Tina hat es super drauf, wenn sie auf ihr Schlagzeug haut. Super. Dein Gesang nicht so ganz. Letztendlich hast du es regnen lassen. Oh, Freunde, eine verrückte Geschichte.
Tears. Die Welt voller Freundschaft und magischer Abenteuer. Cry Babies. Wohnmobilabenteuer. Schau mal, wie toll! Oh, lass mich mal sehen. Wow! Wie der funkelt. Ein Fantasiediamant, ein Schatz. Das ist Süßkram, oder? Hey! Oh, sucht ihr alle nach einem Schatz? Da habt ihr ihn. Diese Karte wird euch zum großen roten Rubin über dem riesigen Türkisen führen. Die Legende vom großen Entdecker Chupette Jones besagt, dass sie eine der... Also ihr Entdecker, lasst uns endlich den Schatz suchen! Wow! Yay! Wie schön! Mit einem Kanu und Fahrrad. Und einem Bett zum Ausruhen. Oh. Alles klar, los geht's! Ihr bleibt besser hier. Ihr seid nicht schwindelfrei und es ist ein gefährliches Abenteuer. Wir fahren in einem Wohnmobil. Schätze sind unser Ziel. Quali, schneller! Oh, sind wir schon da? Schau dir die Häuser an. Wie wunderbar und schön sie sind. Ich muss ganz dringend aufs Klo. Komm schon, Koali, da drüben. Hier geht's lang. Hey, wartet auf mich. Sicher, dass die blauen Bäume dort sind? Wollen wir zurück zum Wohnmobil? Niemals! Wir müssen den runden Hinweis finden. Und den Schatz! Ich hab sie! Ich hab die blauen Bäume gefunden! Meinst du? Und der runde Hinweis? Hier ist überhaupt nichts! Man muss 2 Schritte nach rechts und dann 2 nach links. Rechts, rechts, links, links. Wir sind wieder am gleichen Platz. Hier finden wir gar nichts. Die Karte ist falsch. Das ist wirklich blöd. Wir werden den roten Rubin niemals finden. Oder den riesigen Türkisen. Schaut mal, was für ein tolles Ding ich gefunden habe. Der runde Hinweis. Yeah! Wow! Yeah! Yeah! Wir verlieren ihn. Wir müssen dem Hinweis folgen. Schnell, zum Wohnmobil. Koali, ist das nicht deins? Wann seid ihr denn gekommen? Was soll's? Ihr habt beinahe das Fahrzeug zerstört und ihr hättet euch wehtun können. Wir haben den Ball verloren. Und den Schatz. Nein, schaut mal! Doch, das ist ein! Oh, wow! Das ist der große rote Rubin über dem riesigen Türkis. Das muss es sein. Das ist so wunderschön. Oh, so wunderbar. Schatz als Freunde. Denkst du, sie haben das mit Chupette Jones Karte geglaubt? Keine Ahnung, aber hier ist es so friedlich. Los, hey, hey, noch einer! Hey. Der Schatz ist... Hey.
ihr da? Beobachten. Und jetzt? Immer noch. Und jetzt? Was ist denn los? Wir sind ein bisschen gelangweilt. Können wir nicht was anderes machen? Ich hab's. Wieso sehen wir nicht nach, was im Tal los ist? Wow, was ist das? Cammy sieht sich gerade ein Buch an. Und da, Lucy schielt gerade ihre Spielsachen. Lass mich auch mal sehen. Da ist Lady. Farbige Schleimbälle. Ich liebe sie. Das sieht nach viel Spaß aus. Warum gehen wir nicht runter zu ihnen? Ja! Seht, Lena! Kannst du uns vielleicht zeigen, wie man Dinge hier so macht? Du meinst hier? Ja, wie man Dinge einfach so bewegt. Und wie man leckere Schleimbälle macht. Und wie man mit Büchern und Worten spielt. Das würde ich wirklich gern, aber ich muss jetzt leider los. Ich muss noch Kekse im Ofen backen. Du backst die Kekse im Ofen? Du meinst ohne Magie? Zeigst du es uns? Wieso nicht? Ich weiß immer ganz genau, wie man alles machen kann. Ihr sprecht hier mit Lena, der berühmtesten Influencerin im Tal und darüber hinaus. Ihr könnt alles, was ich mache, auf meinem Kanal Lenas Sachen sehen. Und alles, was ihr wissen wollt, könnt ihr in meinen Videos lernen. Ich habe unzählige Follower. Follower? Aber niemand läuft ihr hinterher. Wartet mal. Sie sagt etwas von einem Kanal. Vielleicht sollten wir das Ding mal ins Wasser lassen? Hey! Seht nur, das Ding schwimmt wie eine kleine Ente. Es sieht so aus, als wäre es keine gute Idee gewesen. Wartet mal, ihr versteht das nicht. Ich wette, das funktioniert wie eine Kiste voller Buchstaben. Hör auf, sonst geht's noch kaputt. Vielleicht ist das so ein Ding, womit man mit dem Ball spielen kann. Das Ding beißt! Lena. Oh mein Gott, Lena ist jetzt in diesem Ding da drin gefangen. Komm sofort da raus, Lena. Komm schnell wieder raus. Wartet mal. Lena zeigt uns, wie man tanzt. Hey, seht mal. Hallo, Freunde. Willkommen auf Lenas Kanal. Heute werden wir uns mit diesem lustigen Buch beschäftigen und mit diesem Schleim. Ich will die Schleimbälle. Und ich die Kiste mit Wörtern. Lass mich mal. Nein, ich will. Oh. Wo ist sie hin? Sie muss da noch drin sein. Lena, bist du da? Ja, ich bin hier. Was macht ihr da mit dem Gerät? Wo sind meine ganzen Videos? Habt ihr die etwa gelöscht? Es tut uns aufrichtig leid. Aber mein Kanal, meine Follower, ich bin noch Influencerin. Ich weiß, aber wir können alle zusammen neue Videos machen und deinen Kanal wiederherstellen. Aber du musst uns dabei zeigen, was es heißt, eine Influenz. Okay, und Action. Nicht so, greift es mit der anderen Hand. Ich hätte dich fast mit dem gefrorenen Schleimball getroffen. Hier kommt ein Feuerschleimball. Gefrorener Schleimball. Feuerschleimball. Also, wir üben jetzt. So wird's gemacht. Und jetzt seid ihr dran. Und Action. Eklig. Fass mich nicht an. Mein nasser Finger freut sich auf dich. Schaffe ich es niemals, berühmt zu werden. Ich habe nämlich keine Follower mehr. Das ist eure Schuld. Hey, was ist denn eigentlich an diesen Followern so besonders? Du brauchst keine Millionen Freunde auf deinem Kanal. Du hast doch uns. Was willst du denn noch mehr? Follower? Na bitte, dann hast du jetzt welche. Wir folgen Lena. Du hast recht. Ich habe die besten Freunde, die man sich wünschen kann, genau hier.